ich sehe schon, das geht ja auch ohne mich. Dann gehen wir wieder hier. Ich sag, das kommentiere ich jetzt nicht. Das darf ich nicht kommentieren. Ja. Mhm. Nein, nein, wenn ich jetzt sage, es geht hier auch ohne dich, dann... Dann darfst du weiterspielen und ich gehe... Ich mache dann schon mal Historyline in der Zeit. Genau, Zwischenzeit so. Genau. La la la, Historyline, la 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 la. Ist doch eigentlich da hinten? Nee, die wollten wir nicht anbinden. Ist die Hauptname? Ja, ist gut. Den können wir nicht. Ja, haben wir Gold gefunden. Das ist doch nochmal nett. Zumindest wenn es eine kleine... Da, die Kohle hast du schon. Sehr gut. Kam noch was bei rum? Nee, ne? Moment, noch nicht. Sagen, wir haben ja eigentlich schon, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, ob du dir eigentlich Let's Play Videos anschaust. Aber so wie ich dich kenne, hast du nicht wirklich viel Zeit dafür, oder? Ich muss zugeben, ich gucke mir einen an, aber nur einen, und versuche da ein bisschen zu lernen. Ich gebe es gerne zu, ich versuche es zu lernen. Man versucht sich auch zu verbessern. Ja. Das ist ein englischsprachiges. Und man will ja auch Spaß haben beim Lernen. Mhm. Und also, falls ihr es nicht wisst, weil wir es noch nie erwähnt haben, wir haben ja auch noch nie Spiele gespielt. Ich habe so einen dezenten Faible für Star Trek. Nein, auch das für auch. Star Trek, ja, aber ja. Auch für Star Wars. Also, bin da schon ziemlicher Freund von, gebe ich gerne ehrlich zu. Und es ist. Wie sagt man eigentlich, wenn für ein Spiel andauernd Content kommt und andauernd Dings kommt, ist ja kein neues Spiel eigentlich, aber es ist noch aktuell. Also für DLC ein aktuelles so? Spiel, ja. Ich sag mal so, oder? Hm? So DLCs oder wie? Ja, oder so die also heute machst du es jetzt nicht mehr, wie hieß es früher, Expansion Pack? Wie hieß es danach? Die Erweiterung? Mission Disc. Die Mission Disc? Gibt's ja heute nicht mehr. Es gibt nur noch downloadable Content. Ja, genau. Oder neue Episoden oder so. Genau, ja, jetzt, was denn? Welches denn? Star Wars Battlefront. Okay. Und war das das mit dem riesen Walker wir da auf der Gamescom gesehen haben? Ich glaube, in meinem Gamescom-Rückblick in den virtuellen Welten, da habe ich so mal so zwei Bilder davon. Also ziemlich genial. Und Star Wars Battlefront ist ein sehr gutes Spiel, habe ich mir sagen lassen, ist aber überhaupt nicht meine Spielart. Das geht um 3D-Shooting, also volles Multiplayer, sonst macht es überhaupt keinen Spaß, aber in einer super geilen Grafik, wie ich finde, also wirklich top und unglaubliches Flair, Star Wars Flair, also macht auch Spaß schon zuzugucken. Oh, die Kohle. Dennis, die Kohle, die hätten wir so gut brauchen können. Sie da rumlag? Ja. Ja, aber jetzt können wir hier... Jetzt können wir sie selbst abbauen. Genau. Genau, Kollege, Eisen, Kani, bauen wir alles ab. Ich baue ja schon. auf jeden Fall Star Wars Battlefront. Und ich habe das Spiel nicht und ich bin, weiß schon jetzt, ich... Geht da sang- und klanglos unter und da wird kein Spaß dran. Aber zugucken, so ein bisschen, macht Spaß. Aber zugucken macht Spaß, dachte ich mir. Und hatte mehrere Let's Plays angeguckt und fand sie furchtbar. Okay. Also zu sagen, ich fand es ganz übel. Also da waren welche dabei, wo ich, also die ganz unterste Übelschublade. Die einen das war ein deutsches Ding, die haben, durch Zufall, man selbst ja mal so durch, man guckt so die Dinge und. Und dann reden die gerade über, wir haben ja auch Minderjährige, über primäre Geschlechtsmerkmale der anwesenden Let's Player. Kann man machen, muss ich nicht gut finden und weg. Der andere hat nur reingenuschelt und der letzte hat irgendwie nur gesagt, ich spiele dann jetzt mal, hat gespielt, nichts gesagt. Was ja dann auch so nach 5 Minuten... Auch nicht gut. So cool ist, genau. Aber du hast jetzt einen, der macht das gut. Ich habe einen, der macht das interessant. Okay. Also er macht das gut, aber er macht das auch interessant. Also wirklich eine Gold gefunden. Auf dem Weg. Da. Also wirklich, und zwar
in Ami. Und der macht so allgemein Blabla, holt sich jeden Download-Content sofort, kriegt den aber auch wohl gesponsert zum Teil. Was ist jetzt gebaut? Ich habe jetzt, da direkt daneben, in der Hoffnung, dass das was bringt. Ja, also der macht das richtig geil. Wie heißt der? Der Channel ist Massive G. Okay. Also ohne Leertaste Massive G. Und der macht also nicht nur das, der hat auch Far Cry Prime Evil, heißen die nicht Prime Evil, heißt das Prime... Das in der Urzeit. Ja, genau das gemacht, was mich überhaupt nicht interessiert hat, gebe ich ganz ehrlich zu. Und bei Star Wars Battlefront hat der so einen Touch. Und zwar spielst du auch die Helden. Ein Luke, ein Darth Vader und ein Emperor und er hat sich zu jedem Einzelnen aus den Filmen Sätze rausgesucht und sagt die aber in dem relevanten Tonfall. Okay. Und dann kommt da so ein ganz, ganz, also er rennt dann während der, sagen wir mal, der You have failed me for the last time. Ja, so ungefähr. Wie war es bei Darth Vader? Bei Darth Vader sagt das If only you knew Power of the Dark Force. Und das sagt er dann mit so einem und Stimmlage, also top, da hockst du jedes Mal da. Und dann kriegt er sozusagen durch das, was er sagt, hat er schon so ein Star Wars Ding. Mhm. Dann hat er so eine Hintergrundmusik aus dem Spiel mit Star Wars Feeling. Dann rennen lauter Star Wars Figuren da rum. Also dieses Ganze. Konzentriert sich auf das, die Atmosphäre rüberzubringen. Also dieses, das ganze Ding trieft vor Star Wars. Also und es macht unglaublich viel Spaß. Es ist einfach. Weil der erzählt, wenn... Gold. Sehr nett, bau ab. Während der erzählt auch so ganz coole Sachen. So, ja, und bla bla bla. Und dann, ach, jetzt wechsle ich mal die... Ja, so 20 Waffen oder so. Ja, und dann die Schussfrequenz. Also ich kann euch sagen, mir macht die nicht so Spaß, weil bla 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 bla. Und erzählt so währenddessen. Und kann auch... Also es ist ja ein sehr schnelles Spiel, muss man auch... Also Multiplayer halt Shooter. Und der schafft das, während er da rumrennt... und nicht schlecht ist, muss man auch dazu sagen. Manchmal Top-Ranking, aber meistens Mittelfeld. erzählt er noch, welche Download-Contents als nächstes kommen, welche, was er sich wünschen würde, wieso er nicht glaubt, dass der Angriff der AT-ATs auf dem Todesstern stattfinden wird. Also weil es gibt so eine Map mit, wo du den versuchen musst zu stoppen oder den zum Ziel und er hat eine der nächsten DLCs wäre wohl der Todesstern. Und hat er gemeint, das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Wenn da so die Kampfläufer auf dem Todesstern rumlaufen. Und darüber sinniert er dann. Hm. Und also wirklich sehr gut. Macht wirklich Spaß, ihm zuzuhören. Hat eine sehr angenehme Stimme, muss man auch dazu sagen. Hat aber, also hat auch Abonnenten wie Hölle und macht das zum Teil live. Und hat dann er hat auch mehrere Monitore. Ich sage auch, weil wir haben jetzt auch mal einen oder zwei oder drei. Also, auch mehrere Monitore. Nichts passiert. Auch mehrere Monitore. Und dann hat er auf dem einen Monitor irgendwie die Chat-Funktion an. Auf dem anderen Monitor guckt er, dass er die... Du kannst auch mit deinem Multiplayer, da macht er währenddessen macht er die Party auf. In der Mitte spielt er noch ein bisschen und oben zappt er währenddessen seinen Channel. Also so zack, zack, zack. Und währenddessen spielt er ein super schnelles Computerspiel, wo ich schon überfordert bin. Hast du den schon mal live gesehen? Nee, ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich habe die Aufzeichnung der Live-Aufnahmen gesehen. Okay, aber so Livestreams oder so hast du noch nicht geguckt? Nein. Weil der sitzt halt mitten in Amerika. Das ist dann nicht zu Uhrzeiten, wo wir irgendwie am Rechner sitzen. Genau das ist das große Problem. Aber der hat einen relativ großen Output, muss man auch sagen. Also er pumpt auch relativ viele Games. Ich bin nicht sicher, ob der überhaupt berufstätig ist. Wenn du genügend Abonnenten hast, dann kannst du davon leben. Ich meine, da sind wir noch ein ganz klein bisschen von entfernt. Ja. Wobei wir uns wirklich, 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 das darf ich sagen, oder? Ich darf es sagen. Sag es einfach. Ich darf sagen, der Herr ist vielleicht nicht so ganz, aber ich freue mich sehr über jeden Abonnenten. Und wir haben uns angeguckt. Natürlich. Und wir gucken uns auch immer wieder an, wie viele Leute unsere Videos gucken und freuen uns über alle mehr als zwei.
sage ich mal, die die Videos gucken und vielleicht sogar Spaß haben. Ja, was großartig ist, auch bei Siedlern kann man das wieder sehen, es gibt so ungefähr 70 Leute, die sich irgendwie jedes Video von uns angucken. Die sind hiermit sehr herzlich gegrüßt. Genau, ja. Auch von meiner Seite. Ja, wir freuen uns. Also es ist wirklich so. Also ich brauche keine 10 Millionen, ich habe lieber 70, denen es Spaß macht. Also ich nehme auch 700, denen es Spaß macht, aber ja. Man kann sehen, es gibt offensichtlich Leute, die unser Gelaber irgendwie mögen und das ist schön. Genau, und ohne Schminktipps. Ohne Schminktipps. Wenn ihr gerne Schminktipps von Dennis wissen wollt, dann könnt ihr gerne jetzt hier unten posten. Ja, ja von mir an dieser Stelle weise ich hier mal zurück. Mein Teint ist auch so jugendlich, wie er schon immer war. Der Teng. Ich bitte auch so ein bisschen meine Stimme zu entschuldigen. Bei diesen tropischen Temperaturen, die wir zum Teil haben. Ja. Warum baust du eigentlich das einzigste Eisen, was wir da haben, nicht ab? Ja, ich versuch's doch, ich komme nicht dran. Wieso reißt du denn die Fahne da nicht ab? Ja, das versuche ich doch. Nee, so nicht. Wie denn dann? Ja, dir auch und dann musst du den Weg wegmachen. Ja, das wollte ich ja. Jetzt geht's doch, Jetzt geht's. Ah, na also. Einmal mit Profis arbeiten. Genau. Nee, ich wollte fragen, also wir haben ja schon mal live gemacht, aber nicht Let's Play Video, sondern wir haben live Radio gemacht. Wir haben mal die Sondersendung, also die Sondersendung zum 7,5-jährigen Jubiläum von SF Radio, SF Radio Gameboys gemacht. Und da haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden oder so, haben wir Livestream gemacht mit Beiträgen und so weiter. Frage wäre, hättet ihr eigentlich mal Lust, uns live beim Spielen zu sehen? Also, dass wir mal live streamen sollen. Also, könnten wir mal ausprobieren. Wir sind auch zu zweit. Also meine eine Gehirnhälfte könnte ich sogar zum Chatten benutzen, wenn ich mit der anderen Gehirnhälfte mit ihm rede. Wenn ihr nicht dafür wollt, dass ich gleichzeitig hier klicke. Ich muss ja nach da oben zeigen. Hier klicke. Genau, aber muss man natürlich gleich sagen, wir werden nicht jeden Abend irgendwie streamen können. Wir machen dann, also wenn ihr da irgendwie Interesse habt, dann würden wir mal einen Abend oder so das mal machen, weil so oft treffen wir uns halt auch nicht. Ja, aber du hast doch das Format Info-Dingsbums, wie heißt's? Infotime. Infotime? Ja, hilf mir doch mal. Denn. Infotime, unsere neue Alter. Reihe, wo ja. Wir den Vorausblick machen quasi auf den Monat. Und das würde sich ja anbieten, das ein bisschen vor im Vorhinein dann anzukündigen, falls da tschakka. Das wäre auch vielleicht unsere Leute, denen es Spaß macht. Ich habe jetzt versucht, irgendwie um die Zahl 70 drum zu kommen. Aber wenn die 70 User dann da wären, wäre schon super. Aber nein, wir freuen uns über jeden, der da einfach... Wir lesen übrigens auch immer regelmäßig die Nachrichten. Die Kommentare. Versuchen auch zu antworten. Wir fehlen heute die ganzen Worte. Ja. Aber wir lesen die und es macht uns auch Spaß. Also genau. Mir. Weiß nicht, ob es dir, aber mir macht... Mir macht das Spaß, auch ein Feedback zu kriegen und ein positives oder ein... Das ist ja eine große Kohle hier. Und ein anderes, also Infos habt ihr ja auch häufiger. Genau, also wenn ihr uns auch mal irgendwie mit uns live was machen wollt, dann meldet euch. Es wäre schön, wenn es nicht nur einer ist. Ich meine, dann mit einem können wir auch skypen einfach. Das wäre cool. Hey, wir haben ein Live-Video gemacht. Echt? Mit einem. mit einem über Skype. Jawohl. Oh, da wird... Oh, der Metzler uns ich alle höre, unsere Ritter. Alle. Ich höre noch da unten. Ach da, ja. Alle hat er alle abgeschlachtet. Ja, alle 8, 9, die da drin sind. Es ist voll besetzt, das ist schön. Ja, aber... Aber der Popel wird... reihenweise verlieren. Ich kann gar nicht hingucken. Können wir nicht irgendwo ihn angreifen? Ja, tu ihm doch nochmal weh. Oh, du hast den Grenzverlauf natürlich auch massiv begradigt. So, hier müssten wir nochmal. Ja, das Problem ist... Ja, mach doch mal einen Durchstoß, dass wir da mal zu den Dingern kommen, da die uns gehören sollten. Also hier so. Da könnten wir mal angreifen. Dass uns einfach mal so ein Durchstoß gelingt. Das könnte sogar schon reichen. Gucken wir mal. Okay,
Greif gleich noch den nächsten an, du. Mimip. Ich hab nichts probiert. Nein. Er greift uns aber auch an. Da rennt gerade ein kleiner Gelber quer durch unsere Lande. Hm. Ich mach mal ein bisschen Chaos. Ich glaub, da bin ich gut drin. Ich glaube eher, dass es uns mehr wehtut als ihm. Ja, aber es muss ja auch ein bisschen Action hier. Siedlung wird angegriffen. Sag ich doch. Aber wenn ich mir das hier angucke, hat schon ein bisschen was. Ich sag doch, mit zwei Rittern schnetzelt er uns weg. Hm, das wäre ärgerlich. Ist ja nur eine Festung. Ja. Ich kann nicht hingucken. Siedlung wird angegriffen. Die Ritter haben hier den Kampf verloren. Da auch. Neun richtig gute Ritter weggeballert. Unglaublich. Das waren unsere Reisen. Unschön. Mimüb, Mimüb, Mimüb. Jetzt haben wir nämlich hier die Goldmine angebunden. Mhm. So. Siedlung wird angegriffen. Ja, wieder an der Stelle, wo du, wo hier, da. Wo du, wo, wo hier. Wo du bleibst. Hier. Hier, jetzt Popel gegen Popel.